So, liebe SWN-Zuschauer, Sonntagfrüh, ganz, nicht ganz früh, sondern 8:30 Uhr bin ich also hier jetzt in der Bauerngasse. Man sieht, es ist noch ganz ruhig hier in Schweinfurt. Und ich werde mal für euch einen Rundgang machen durch Schweinfurt und werde mal schauen, wie hat sich Schweinfurt ja, von Anfang des Jahres bis jetzt im August verändert. Was ist passiert? So, wenn man jetzt so sieht, also Zeughaus, ja. Hat sich nicht viel verändert, ne? Was ist denn da los mit dem Metzger? Rüstet er auch ab? Zu vermieden. Der Vorhang, du, der ist ja echt da geil, du. Also der Vorhang ist ja echt da geil, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das habe ich in Schweinfurt ja auch noch nicht gesehen, ne? Was ist denn da los, du? Das sieht ja irgendwie scharf aus, die Vorhänge. Mein lieber Schwan, du. Was ist denn da los, du? Und ihr seht, ich kann also mitten auf der Straße laufen. Ist also nichts los, sondern früh in Schweinfurt. Und aber ganz angenehm. Hier tut sich ja endlich mal was. Wird also neu gebaut. Und ja, schauen wir mal, wie das neue Haus dann aussieht. Ist dann auch wieder so ein Lego-Haus wird, ne? Ehrlich sind, ja, da sind zwar schon einige alte Hütten dabei, du. Mein lieber Schwan, du. Da zu verkaufen, wer Lust hat, auch noch mal zu verkaufen. Drüben haben wir gleich einen ganzen Leerstand, steht gar nichts am Fenster. Mal was Positives, sieht aus, als wenn da mal einer neu aufmacht. Drüben der ehemalige Erl, der ist auch schon eine ganz schöne Zeit leer, da tut sich auch nichts. Verlängerung gucken, da sind gleich wieder zwei Läden noch leer. Kann Mike Zeck, steht da groß am Fenster dran. Ja, und Tag des offenen Denkmals, was das noch heißen soll, gell? Das offene Denkmal. Das ist ja echt gut. Oh. Del Alibi, ne, was das noch sein soll. Bin wahrscheinlich so alt dazu. Also das Gebäude wird ja demnächst saniert, also erneuert, neu aufgerichtet, neu gemacht halt. Und das wird bestimmt nicht schlecht. Aber bis das halt wieder fertig ist, das wird wieder Jahre dauern. Und bis dahin erfreuen wir uns an der Ruine. Da wieder ein kleiner Laden zu vermieten. Also ihr merkt, Schweinfurt ist also jetzt früh, am Sonntagfrüh, schon wirklich fast noch wie ausgestorben. Und ist ja ganz gut, weil dann kann man mal rumgehen und kann mal Bestandsaufnahmen machen, wegen Datenschutzverordnung und so, dass man keine Leute draufkriegt, gell, aufs Bild. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, die ganze Stadt durchzulaufen, sondern ich werde mal so die Fußgängerzone jetzt durchlaufen, so diese gängigen Straßen, die also auch vielleicht unsere die Besucher unserer Stadt vielleicht mal sehen. Und ja, also wie gesagt, nicht jeder Leerstand, nicht jedes, alles was in Schweinfurt schief läuft, ist jetzt auch in diesem Film drin. Macht euch ein eigenes Bild. Ehrlich, ne, die Zehnstraße ist ja auch schon ewige Baustelle. Ne. Bin mal gespannt, wie das fertig wird. Das ist ja fast wie der Berliner Flughafen. Und wieder ein Leerstand. Da drüben auf der anderen Seite sieht man natürlich den ehemaligen Bäuchlein, der leer ist. Und wenn wir jetzt raufblenden, ja, geht eigentlich, Moment. Jetzt bin ich also in der Rückertstraße. Auch hier, ja, ihr seht selber, gell, muss ich nichts auch dazu. Ich wollte natürlich auch mal die Rückertstraße sehen, wie es aussieht, wenn keine Leute rumlaufen, gell. So sieht also die Rückertstraße aus, ohne Schweinfurt auf den Straßen. Ja, die gehen jetzt mal ganz andere Wege. Die wollen den Laden mit aller Gewalt vermieten. Schauen wir mal. Warum nicht, ne? Bevor es die Schaufenster gar nichts drin ist. Jetzt bin ich also in der Burggasse. Man merkt langsam, da kommen die Schweinfurter aus ihren Löchern raus. Ne? Also langsam sieht man mal ein paar Menschen auf der Straße. Also da ist Gott Gottesdienst, wenn er genau hinhört, hört er das in San Salvador. Aber Leute, wisst ihr, was mir langsam auffällt?
Es gibt immer mehr so Thai-Massagen und so Graffel, gell? Naja, wenn das. Die Absperrung da an dem Haus, ne, die ist ja gefühlte 20 Jahre schon dran. Ne? Bin ja mal gespannt da an der Brückenstraße Judengasse, wann die mal verschwinden, ne? Wann das mal fertig ist hier. Ja, gefühlte 20 Jahre. Ehrlich, du, das sieht ja auch geil aus, der hier. Du. Jetzt, wenn du da so durchläufst, dann merkst du manchmal, wie oben im ersten Stock oder so, und anscheinend doch noch irgendwelche Leute, wie die Vorhänge so ein bisschen auf Seiten geschoben werden. Und dann gucken sie runter und was läuft denn die da unten rum mit der Kamera? Ne? Die hat auch einen Knoll, oder? Am Sonntag früh da in der Gegend rumzulaufen. Hat die nichts anderes zu tun. Nee, Leute, ich hab nichts anderes zu tun. Schweifert halt, ne? Aber ich möchte bestreiten, ob das echte Schweifer sind. Oder oben wohnen. Jetzt habe ich wieder was gesagt. Jetzt gehe ich bestimmt wieder in auf den Deckel, du. So was darf man nicht so. Da. Sieht auch geil aus, oder? Wir ziehen um. So, der Marktplatz fast leer. Fast leer. Ist doch auch mal schön, gell? Das Fahrrad oder steht auch bloß immer für Werbezwecken da rum, oder? Naja, was soll's. Alter, Schweinfurt sonntagsfrüh. So sieht Schweinfurt sonntagsfrüh aus. Ich gucke mal auf die Uhr. Ach, jetzt sieht man es wieder nicht. Warte mal, ich muss mal gucken. Viertel zehner ist inzwischen. Viertel zehner. Für die Preußen 9.15 Uhr. Also jetzt laufe ich in die Spitalstraße rein. Und außer einen Hundebesitzer mit zwei Hunden sehe ich also niemanden auf der Straße. Da links der ehemalige McDonald's. Ja. Da ist jetzt ein Burgerbar drin. Ja. Naja, gut. Da wird auch umgebaut. Naja, gut, ist ja positiv, wenn sich was tut. Also, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Mal gespannt, was da reinkommt. Da haben wir wieder mal eine leere Höhle. Ich kann nicht gar nicht so was da drin haben. Oh, da sieht bei mich sogar viel Teufel. Ja. Da tobt sich einer aus mit Musik. Da will anscheinend die Straße hier beschallen. Oh, es kann aber ein Tanzstudio da oben sein, gell? Ach nee, jetzt weiß ich, was herkommt. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Also ja, die Scheiben alle wegen beklebt. Und wenn es alte Plakate sind, wahrscheinlich um den Leerstand etwas zu verdecken. Aber irgendwas ist da passiert, ne? Irgendwas ist da passiert. Also schön sieht das ja nicht aus, ne? Echt nicht, ne? Schön sieht das nicht aus. Da das Gleiche, jetzt beklebt man ja wegen die Geschäfte, gell, dass es ein bisschen lustiger aussieht. Aber es täuscht halt nicht hinweg, ne? Wieder ein Leerstand. Also man muss auch sagen, da ist auch wieder mal was Neues entstanden. Finde ich gut. Weiter so. Da drüben an der Ecke, da war ja lange Zeit, war ja der Laden leer. Jetzt ist ja wieder was drin und freue mich drüber. Also, aufwärts geht's. Die ehemalige Dresdner Bank. So wie ich gesehen habe, sind ein paar Sachen neu eingezogen, aber das ganze Gesamtgebäude ist halt immer noch leer. Also viele Teile sind immer noch leer und ja, mal gucken, was sich da in nächster Zeit, im Laufe der Zeit noch tut. So, also auch mal der Rossmarkt. Verhältnismäßig beruhigt heute. Da haben wir auch mal angefragt, ob wir da eventuell rein können als SWN. Hat es geheißen, das wird abgerissen, die Hütte. Die Abriss wurde untersagt. Na ja, jetzt steht sie leer. Warten wir mal, wie es weitergeht. Da haben wir auch getäuscht. Der ehemalige Kupster ist ja auch leer, aber da waren letzten Handwerker drin und da hat sich irgendwas getan. Aber ich kann jetzt auch, was sich da getan hat, also irgendwas wird da wohl kommen Neues. Sind wir mal gespannt, lassen wir uns das Schweinfurter mal überraschen, ob das nicht weiterhin so leere Ruine bleibt oder ob da wirklich was Neues reinkommt. Also ich sehe gerade, da wird wohl eine Nutzungsänderung kommen hier beim Kupsch von Lebensmitteln in Einzelhandel. Und dann schauen wir mal, was da reinkommt. Ne? Bin ich echt überrascht jetzt. Jetzt mal ehrlich, so wenig ich jetzt herumlaufe und gucke mir das alles da an, muss ich sagen, es ist also besser, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist also gar nicht so schlimm,
meine, die Leerstände, die also ewig da sind, diese alten Leerstände, die schon gefühlte Jahrhunderte leer sind, die sind natürlich immer noch leer. Wahrscheinlich sind sie zu teuer oder zu groß oder was weiß ich. Ne? Aber ein paar Sachen sind inzwischen wieder vermietet, sind neue Betreiber drin. Und das ist natürlich ein erfreulicher Zustand und freut mich natürlich. Das Ding hat einmal umgefahren, aber ich dachte auch schon ewig drum darum. Also wo ich ja letztens erschrocken bin, war ja in der Stadtgalerie draußen. Da sind ja jede Menge Leerstände in der Stadtgalerie. Also wo ja, Fenster zugeklebt sind oder irgendwas. Das hat mich ja schon erschüttert. Das hat mich also schon erschreckt jetzt. Und ja, aber so in der Innenstadt, ja, es ist nicht schlechter geworden. Ja. Der zweite Kupsch, der auch zugemacht hat zugunsten des Kupsch am Georg-Wichtermann-Platz. Ja, und der steht also auch jetzt da leer rum. Sind wir gespannt, ob sich da mal irgendwann was tut. Ist auch schon eine ganz schöne Zeit, wo der leer steht. Was da jetzt in dem Laden reinkommt, oder das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Jeweils sind die Fenster beklebt mit Werbung. Und ja. So, da geht es halt dann auf zum ehemaligen Horden, heute Kaufhof. Seht ihr, kein Auto, gell, weit und breit. Ist das nicht schön? Da ist auch noch mitten in Schweinfurt so ein Grundstück, so leeres. Mitten in Schweinfurt in der Haudergasse. Ob da jemand sich was tut? Naja, schauen wir mal. Da ist die Villa Rosa von Schweinfurt. Wer sie nicht kennt. Stadtnau. Eine Unterkunft mitten in der Stadt. Da sieht der Boden aus so wie. Also, man schaut mir Angst, dass man sich die Schuhträger macht. Der Laden da drüben, der ist auch schon ewig leer. Den hat man auch mal gefragt, aber naja, der Gäste auch schon ewig lang leer. Schauen wir mal da in die Gegend rein. Drüben, ihr seht es vielleicht, da drüben ist das Roxy Kino. Zu meiner Zeit war das also ein gut besuchtes Kino. Ich schätze ja Jahre, seit Jahrzehnten schon leer. Wahrscheinlich interessiert sich niemand mehr dafür. So, alle verkauft jetzt im Internet. Dann haben sie auch mal umgebaut, aufwendig. Also jetzt sind die Fensterscheiben beklebt. Bin mir jetzt gar nicht sicher, was damit passiert. Schauen wir mal, ich hoffe natürlich, dass bald irgendjemand da einen neuen Laden aufmacht. Wäre natürlich super. So, jetzt Sonntagfrüh kann ich natürlich mitten auf der Straße laufen. Keine Sau auf der Straße. Nur die Blöden laufen rum, so wie ich. War wunderschön anzusehen. Minimarkt Beirut. Na, das sieht aber aus wie in Beirut, du. Ehrlich. Neue Öffnung, na, schauen wir mal. Trachten, da wollen wir mal Trachten kaufen. Also meine Größe kannst du vergessen. Die haben alles nur so kleine Kindergrößen. Da wenn so gestandene Personen wie ich reingehen, da kriegen sie einen Schreck. City 47, ein neuer Laden, hausgemachte Brote. Das muss ich mir auch mal angucken bei Gelegenheit. Natürlich hier die Straße anguckst, ne? Also das ist ein Rossmarkt. Ne? Das ist ja eine Schande, halb und eine ganze. Ne? Also die Stadtväter und Stadtfrauen, die wo sowas beschlossen haben, solche Platten auf dem Platz da zu machen. Und dann graben sie alle 10 Minuten auf. Und dann wird bloß dazu gedehrt, weil die Platten zu teuer sind. Oder was für Gott ich. Da ist wieder einer mal zum Bäcker gefahren mit Mercedes in die Fußgängerzone. Super. Der Laden da drüben, der ist ja auch schon gefühlte 100 Jahre leer. Auch ein wunderschöner Laden hier. Da lässt sich bestimmt gut vermieten, so wie der aussieht. Ich sehe da gerade, die Stadt fängt an, du doch mal ein paar neue Platten einsetzen. Und mein wird ja auch Zeit, oder? Ehrlich, ne?
Ich habe auch mal gehört, im Fernsehen haben sie gezeigt, dass diese Platten, wenn die nicht versiegelt werden, dann denen die so scheiße aussehen. Ne? Vielleicht haben sie da das Geld am falschen Eck gespart und sind auch nicht versiegelt. Aber da will ich jetzt nichts dazu sagen, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Aber da gibt es halt auch Beirut und hier ist Damaskus. Ja, naja, wir waren doch international. Was ich gut finde, ich muss feststellen, die Cafés machen hier recht zeitig auf hier in Schweinfurt. Und ich könnte also jetzt schon an jedem zweiten Café einen Kaffee trinken. Also das finde ich ja super, obwohl noch gar keiner da ist. Mein Gott, die Schweinfurter kommen langsam aus ihren Höhlen raus. Aber überbevölkert ist die Fußgängerzone noch nicht. Aber die Cafés machen schon langsam auf. Ey, echt stark da. Echt überall Schweine gibt es, ne? Echt, du. Guck doch mal das Auto. Also das ist ja fast wie bei uns oben in der Hadalambergstraße. Da wickeln sie ja ihre Kinder, ne? Und dann tun sie die Windeln auf die Straße draufschmeißen. Und da guck mal, die kippen auch, du. Da leckt mich doch fett, du. Ah, das sieht ja aus, du. Das sieht ja aus, du. Guck mal, guckt euch mal das Auto. Also für die Leute in den Staaten, die unsere Filme immer gucken, das ist also die Kesseler Gasse, wer die noch kennt, ist ja schon einiges umgebaut worden. Viele werden noch wissen, dass da links einmal der Grönlein war. Ist natürlich jetzt schon weg, jetzt ist da einiges Neues eingezogen. Und ja, wo früher mal die Maikzelle war, ist jetzt der Vulva drin. Hat kein Mensch gebraucht, das Ding. Ja, so ein Grumschloden. Daher wäre mir lieber die Maikzelle lieber gewesen. Aber es, nach mir geht es ja nicht. Nach mir geht es ja nicht. Ja, anscheinend wirft Vulva mehr ab. Da sind also auch in diesem Neubau noch Gewerbeflächen frei. Wenn ihr also Lust habt aus Amerika oder aus irgendeinem, ja, Schweifert oder woher, da könnt ihr was noch was mieten. Beste Lage. Da war, glaube ich, mal eine Bäckerei drin. Also müssen so ein Backshop. Also da laufe ich jetzt nicht vor. Ich glaube, da ist auch nichts mehr viel Leerstand. Da werde ich langsam zu faul. Wird langsam auch warm. Das ist auch noch so ein Elendsfleck hier. Ne? Das sieht ja aus, sogar. Da kriegst du ja das Fürchten, du. Den Drescher gibt es natürlich jetzt auch nicht mehr hier in Schweinfurt. Aber er hat zumindest irgendwas reingestellt in seine Schaufenster, das nicht ganz so schlimm aussieht. Ne? Und ja, kann man gelassen, gell? Kann man gelassen. Ja, Bäuchlein, ehemals Bäuchlein, das hat schon lange zu vermieden. Direkt am Marktplatz, verstehe nicht, warum der Laden nicht weggeht. Ja. Also Leute, wenn ihr seht, da direkt am Marktplatz, ein Laden frei. Wäre das etwas? Nein, da unten ist auch schon ewig alles leer. Jetzt hat man zumindest mal die Fenster beklebt. Anscheinend ist es jetzt der neueste Trend, dass wenn der Laden leer ist, dass nichts mehr ganz leer aussieht, tut man wenigstens ein paar Bilder in die Schaufenster reinkleben. Da sieht es nicht ganz so trist aus. Ehrlich, was ich mich frage, wo die ganzen Thai-Massagen herkommen und Nagelstudios und was da jetzt im Moment alles aufmacht. Ne? Ey, so Plastiktüten verfangen am Boden. Ich heb sie nicht auf, ich hab sie nicht weggeschmissen. Also, ich schau mal, bist schon erstaunt. Also, diese Baustelle hier in der langen Zehnstraße oder in der Zehnstraße, das ist ja also schon ein Trauerspiel, gell? Das ist schon ein Trauerspiel. Na. Überlegt, ne? Ich habe letztes Mal einen Filmbericht gesehen über Moskau. Da haben sie die Hauptverkehrsstraße in Moskau haben sie neu drehen müssen und neu machen müssen. Leute, das haben die in einem Tag gemacht. In einem Tag abends zugemacht, nächsten Abend wieder auf. Aber das geht halt nur in der Diktatur, gell? Ja, dafür ist ja mal Demokratie. Obwohl, ob das was mit Demokratie jetzt zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ne? Aber ich muss ja auch nicht alles wissen. Und wenn es mal fertig wird, wird es vielleicht schöner, ob ich das halt noch erlebe. Schauen wir mal, Restlaufzeit ist angezeigt. Ja. Ehrlich, ne? Überlegt mir, wir wohnen ja oben am Hochfeld. Und da haben sie ja seit 2019, Anfang des Jahres, ne, können wir nichts mehr normal in die Stadt runterfahren. Ne? Immer haben wir die Mehberger Straße gesperrt. Dann musst du den Ball rumdrehen, genau vor, bis fast ans Obertor und oben wieder rum. Eine Verkehrsführung wie vom Arsch. Ne?
Jetzt haben sie da überall rumgedrängt, die Brücken gesperrt. Immer einseitig, immer anders. Da ist ja, kann man vom Verkehr nichts mehr reden. Das sind ja Parkplätze inzwischen geworden. Na, da stehen sie mehr, wie sie fahren. Und wenn du so reinguckst, jetzt haben sie die Harald-Hamburg-Straße, wo wir also vorfahren wollen Richtung St. Lukas. Ja, haben sie einfach Einbahnstraße ausgemacht, gell? Jetzt kannst du nur noch von St. Lukas her rauf zum Wildparker, zum Blauen Hochhaus fahren. Aber nichts mehr nun. Jetzt schaust du da oben bei uns, wo wir wohnen. Na, weißt du gar nicht, wie du da nun kommen sollst. Da darfst du über den Sommerbadberg nun. Und ach, ey, ich will schon gar nichts mehr sagen. Ich könnte mich nun aufregen. Na, ich habe immer das Gefühl, du, unser Oberbürgermeister, der wird in die Geschichte eingehen als der Maulwurf, du, der ewig im Boden umgegraben hat. Ja. Mein Schör sieht schon aus, gell? Wenn es mal fertig ist, ne? Vorne war früher mal der Weber drin, unten in der Laden. Und da ist, ja, hergerichtet haben sie, ne? Aber ja. 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 Also gut. Da kommt wieder mal was Neues rein. Das ist auch mal was Positives. Müssen wir auch mal zeigen, ne? Ja. Ja, Nähmaschine. Also, das Dingens soll, glaube ich, abgerissen werden. Ne? So Nachkriegs-Lego-Architektur. Schauen wir mal. Ja, auch fertig. Ja. Da war doch mal so eine Leiharbeitsfirma drin oder was. Ja, auch fertig. Also, ich will jetzt auch, dass die Firma fertig ist, das weiß ich ja nicht. Nee, will ich auf keinen Fall sagen, sind halt umgezogen oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist der Laden hier zu vermieten, ne? Wieder Leerstand mehr, ne? Also, wie gesagt, nicht denkt nichts Falsches, gell? Ne? Laufen wir den Lutherplatz. So, habt ihr mitgezählt, dann wisst ihr, wie viel Uhr es jetzt ist. Mein, echt, das sieht ja echt geil aus hier, du. Mein Gut, wenn die Hütte abgerissen werden soll, dann werden sie nicht groß rummachen. Aber so müssten ja die Fetzen auch nicht rum, ehrlich, ey, oder? Tritt ein. Die Gegend ist offen. Tatsächlich. Das Bild Friedrich Rückert Bau wird irgendwann sich ändern. Wie gesagt, ob das noch in dem Jahrtausend passiert, schauen wir mal. Weil ihr wisst ja, das dauert alles ein wenig länger alleweil. Hier ist ja das nächste große Bauvorhaben hier in Schweinfurt. Hier wird ja alles neu gemacht, neu hergerichtet, abgerissen, umgebaut, renoviert. Und schauen wir, wie das wird. Also ich habe da große Hoffnung drin. Wie gesagt, ich bin nur mal gespannt, ob es in diesem Jahrtausend noch geschafft wird. Schauen wir mal, weil wie gesagt, das dauert ja alles alleweil in Deutschland sehr lang. Da bauen die in Istanbul den größten Flughafen der Welt in 5 Jahren. Da kannst du bei uns vergessen, in 5 Jahren, da passiert da bei uns gar nichts. So, also liebe SWN-Zuschauer, wenn ich also jetzt so ein Resümee sehe, was habe ich jetzt gesehen, wie ich durch Schweinfurt durchgelaufen bin? Ich wisst ja, ich laufe jetzt mal ein, zwei Mal im Jahr durch die Stadt und schaue mir also an, was hat sich verändert zum Positiven oder zum Negativen. Und ich muss feststellen, die Leerstände sind auf keinen Fall mehr geworden. Ich denke, es sind sogar ein paar weniger Leerstände wie im Frühjahr oder
letztes Jahr im Herbst. Was mir aufgefallen ist, dass also inzwischen schon viel mehr Wert drauf gelegt wird, dass also Schaufenster, die leer sind, Leerstände, dass die inzwischen irgendwas reinkommt. Entweder Bilder oder werden sie beklebt, die Fenster mit Werbung reingemacht oder irgend sowas, dass das nichts mehr ganz so wild aussieht, so leer aussieht, wie vielleicht noch vor einem Jahr, wo halt da wilde Plakatierung noch auf den Fensterscheiben war oder so. Also es sieht etwas gepflegter aus. Also ich finde, es ist eine gute Richtung, dass man vielleicht ja, ein bisschen mehr Wert darauf legt auf die Optik. Und das finde ich ganz gut. Was ich als negativ empfinde, ist, dass also erstmal was Positives noch, es haben sie auch ein paar neue Geschäfte niedergelassen in Schweinfurt. Und ja, fand ich angenehm. War auch schöne Sachen auch dabei, wo ich auch selber mal sagen muss, da muss ich mal rein, muss man mal anschauen. Und ja, was ich negativ empfinde, ist diese gottverdammte, oh, Entschuldigung, habe ich auch noch geflucht und das vor der Martin-Luther-Kirche, du, oh. Ich habe es nicht so gemeint. Na, also, diese Baustellen, na, das ist ja, man kann sie irgendwie mal ein bisschen langsam, ich weiß ja auch nicht, was man machen soll, na, aber muss man das immer gleich so brutal machen, die Straßensperre und Umleitungen bauen ohne Ende, na. Ey, das nervt ja ohne Ende, na, das nervt ja ohne Ende. Ich habe es ja schon mal gesagt, na, in die Amtszeit von unserem Oberbürgermeister in Remmerle fällt natürlich gerade diese Bauarbeiten rein. Der wird eines Tages in die Geschichte eingehen, als der Maulwurf-Oberbürgermeister ständig oben im ständig im Boden rumgegraben hat. Ne? Oder der, ja, ja, weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Ne? Morgen. Ne? Also wie gesagt, so bei so einem schönen Sonnenwetter ist es natürlich auch schön, durch Schweinfurt durchzulaufen. Wenn man nicht so viele Leute rumlaufen, ist es noch besser. Und ich habe mich also ganz wohl gefühlt jetzt, hat mir jetzt gefallen. Und ich denke, Schweinfurt ist trotzdem auf dem Weg zum Positiven hin. Und das muss ich mitnehmen in dem Film, muss ich also auch klipp und klar sagen. Es tut sich einiges und ja, finde ich gut. Also auch hier wird schon angefangen, hier wird immer alles neu gemacht, wir sind im Rückertbau und werden wir sehen, was kommt. Ich hoffe, dass nicht wieder lauter so Legehäuser gebaut werden, ne? Dass immer wirklich mal was Richtungsweisendes in Schweinfurt entsteht, so wie an der Lettwart-Kaserne draußen, wo man ja wirklich sagen muss, da haben sie ja Pläne. Da wurden ja Ausschreibungen gemacht und Gutachter bestellt und Leute, die planen und machen und tun und ach Gott, was da alles neu kommen sollte, ne? Angefangen vom Volksfestplatz, der verlagert werden soll, bis zur Stadthalle. Und was kommt jetzt neu? Eine Bundesgartenschau, eine Landesgartenschau, ne? Und die erst in ein paar Jahren, ne? Und ja, aber ist auch gut so, lassen Sie für unsere Nachkommen auch noch ein wenig Land zum Bauen. Wir müssen ja dem alles gleich selber zubauen, ne? Also gut. Ich wünsche euch noch was, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Dann Daumen nach oben, wenn nicht, dann lasst es sein. Bis zum nächsten Beitrag, euer SWN-TV. Also PS, noch ein Nachtrag. Also alles, was mir so auffällt, so besonders früh, ne? Da stand ja jetzt jeder heute vorne. Jeder, der ein Auto hat, fährt jetzt in die Fußgängerzone. Ne? Holt sich mal ein paar Brötli oder was. Oder, ne? Weiß Gott, was da alles zu erledigen haben. Ne? Oder da fährt ja jeder rein. Ne? Jeder fährt in die Fußgängerzone. Schweifert halt, oder? Schweifert halt! Da weißt du nicht mehr, was du auch sollst, ne? Ach, lass gut sein. Ne? Vielleicht bin ich auch viel zu kleinlich. Ach, man soll einfach drüber weggucken. Ne? In Afrika oder in Russland interessiert sich auch kein Mensch darüber, ne? Der in eine Fußgängerzone reinfährt. Ne? Kommst daher, ne? Jetzt weißt du gar nicht, wie du fahren sollst. Hä? Wer hat sich denn das ausgedacht? Guckt her, ich habe euch nicht so viel versprochen, ne? Die Harald-Hamberg-Straße gesperrt. Sackgasse, musst du mal vorstellen, kommt von oben runter gefahren. Und da weißt du gar nicht, wo du hinfahren musst, die halbe Stadt durchfahren, damit du davor zum Bäcker kommst oder was. Oder mein Gummer könnte auch hinlaufen, ne? Aber wenn du jetzt irgendwo da mal Richtung Leo willst oder was, da steigt man da und Buckel auf. Fährst die falsche Richtung, kommen gleich die Blaualgen, ne, und schreiben die auf, oder? So sieht sonntags bei uns aus. Jeder Parkplatz belegt. Ich sag euch, ne, wie gesagt, bei uns darfst du ja keinen Besuch kriegen, ne, Harald-Lamberg-Straße, da bist du ja verloren. Ne. Und die parken ja kreuz und quer, wie gesagt, und schmeißen ihren Abfall bei uns in die Hecken rein. Ne. Und da kommen auf keiner von der Blaualgen und guckt sich mal um, ne. Da siehst du keiner. Bei uns, ja, was soll's.